Herzlich willkommen zu dem ersten Tutorial hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Fabio Schack und in dem heutigen Video möchte ich euch ein Plugin für DaVinci Resolve vorstellen, mit dem ihr LUTs verwalten und benutzen könnt. Bevor ihr das Plugin in DaVinci Resolve nutzen könnt, müsst ihr es natürlich erstmal einfügen. Dazu geht ihr erstmal in eure Downloads und klickt das Plugin, klickt die Datei an, das ist eine ZIP-Datei. Dann drückt ihr STRG C zum Kopieren oder einfach Rechtsklick und Kopieren. Später geht ihr dann auf euren Datenträger C, dann auf Programme, Common Files, OFX, Plugins und dann kopiert ihr euch die ZIP-Datei hier rein. Nun müsst ihr mit Adminrechten einfach auf Fortsetzen klicken und habt jetzt die ZIP-Datei hier drin. Ihr wollt aber den Ordner drin haben und nicht die ZIP-Datei. Also macht ihr einfach Rechtsklick und hier Entpacken drücken und seid startklar. Nun müsst ihr einfach Resolve neu starten und habt das Plugin wie folgt eingefügt. Ja, in dem ersten Clip hier, das ist ein Clip aus meinem letzten Imagefilm. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Und man sieht hier unten den Clip. So kam er aus meiner Kamera. Das ist S-Log 3. Habe ich mit meiner Sony A6400 gefilmt. Und das hier ist der gegradete Clip. Als allererstes müsst ihr euch erstmal einen beliebigen Clip in eure Timeline ziehen. Das habe ich jetzt hier schon gemacht. Und danach geht ihr unten auf diesen Color Tab. Einmal drauf tippen und ihr landet hier. Das kann vielleicht am Anfang verwirrend für euch sein. Für das, was wir jetzt machen wollen, braucht ihr aber nur den oberen Teil. Also, hier oben links unter LUTs könnt ihr in den verschiedenen Ordnern eure LUTs euch angucken. Das Problem daran ist, dass wenn ich jetzt eine LUT zum Beispiel sehen möchte, zum Beispiel diese, muss ich immer erst drüber gehen und gucken, wie das aussieht. Wird in dieser Vorschau nicht angezeigt, wie es auf dem Clip aussieht. Das kann sehr, sehr zeitintensiv sein, um alles durchzugucken und drüber zu gehen, um zu gucken, ob das für den Clip passt. So. Hier drüben haben wir unsere Notes. Wenn die bei euch nicht offen sind, klickt ihr einfach hier oben auf diesen Reiter Notes. Ja, da könnt ihr erstmal mit Alt und S neue Notes erstellen. Und ja, ich würde sagen, wir nehmen uns die mittlere Note, diese 02. Gehen dann auf Open Effect und scrollen ganz, ganz, ganz nach unten, bis wir dieses Plugin finden. Wenn ihr das Plugin auf eure Note draufgezogen habt, passiert erstmal noch nichts. Und das muss auch so sein. Also, ihr klickt hier oben auf diesen Button LUT Manager. Und wenn es geladen ist, kommt ihr zu einer Übersicht. Diese Übersicht ist nicht auf eurem PC gespeichert, sondern ist von den Erstellern dieses Plugins. Hier habt ihr die Auswahl auf verschiedene vorgefertigte LUTs, die ihr einfach auswählen könnt und für eure Clips anpassen könnt. Ja, ihr wollt aber die LUTs haben, die ihr runtergeladen habt. Und was ihr dazu machen müsst, ist, ihr schließt das ganze Fenster und klickt auf dieses Choose File. Nun wählt ihr einfach, kopiert ihr euch einfach den Speicherort, den ich unten in der Videobeschreibung nochmal aufgeführt habe und fügt den hier oben in dieser Leiste ein. Dann kommt ihr in diesen LUT-Ordner hier und habt hier LUTs, die DaVinci Resolve euch bereitgibt oder auch eigene LUTs. Hier habe ich zum Beispiel mein LUT-Pack, was ihr kostenlos aus der Videobeschreibung auch downloaden könnt. Nun wählt ihr euch einfach irgendeine LUT aus, das ist vollkommen egal, und klickt auf Öffnen. Die wurde jetzt angepasst. In meinem Fall muss ich hier bei der Note davor noch ein paar
ein paar kleine Verbesserungen betätigen. Das müsst ihr nur machen, wenn ihr zum Beispiel einen S-Log-Clip habt und euer Video, euer LUT nicht für S-Log ausgelegt ist. Ja, kommen wir aber wieder zurück zum LUT-Manager. Ihr klickt in diesem Plugin einfach hier oben auf diesen Button LUT-Manager. Nun werden euch alle LUTs angezeigt, die ihr in diesem Ordner gespeichert habt. Ja, ihr könnt mit einem einfachen Klick auf eure Wunsch-LUT die LUT auswählen, die ihr gerne haben wollt. Ihr könnt da draufklicken, so oft ihr wollt, und da wird nicht viel passieren. Was ihr nämlich machen müsst, ist auf Choose File klicken und ihr seht schon, es wurde gleich so übernommen. Jetzt sagt ihr, ah nee, das passt mir nicht, das gefällt mir nicht. Könnt ihr euch einfach mit diesem Next-Button einfach durch die LUTs durchklicken. So, wenn ihr hier die ganze Zeit klickt und gesehen habt, oh, da war gerade eins, das hat mir gut gefallen, müsst ihr nicht euch durchklicken, bis ihr wieder da seid, sondern könnt ihr einfach auf Previous zurückklicken. So, hier bei diesem Preset könnt ihr auch sehen, welches Preset das ist. Das ist ganz hilfreich, wenn ihr seht, oh, das gefällt mir, dass ihr dann nicht immer wieder euch so lange durchklicken müsst, bis ihr das gefunden habt, sondern könnt gleich einfach hier unten auf diesen Namen gucken, beziehungsweise welche LUT das ist. An diesem Regler, bei diesem Blend-Regler, könnt ihr gucken, wie intensiv das sein soll. Wenn ihr jetzt sagt, ah nee, das ist mir zu viel, könnt ihr an diesem Regler einfach ziehen und ihr seht es schon, die Farben verschwinden. Das, was die LUT macht, könnt ihr an diesem regulieren. Falls ihr sagt, ja, ich möchte es nur so zu 50% haben, könnt ihr das hier an diesem Regler regeln. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in das Nutzen von LUTs geben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne eine Bewertung, da das jetzt mein erstes Video auf YouTube war, beziehungsweise mein erstes Tutorial. Falls ihr irgendwelche Sachen in DaVinci Resolve habt, wo ihr sagt, ich weiß nicht, wie es versteht, zum Beispiel der Fusion Tab oder Edit Tab oder den Color Tab nochmal ganz ausführlich, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video wieder.